Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, es ist Trash-Time. Ich habe jetzt in den letzten Tagen wieder oft die Anfrage von euch bekommen. Sag mal Sandra, hast du in den letzten Tagen, Wochen und Monaten überhaupt kein Müll gesammelt oder was? Jetzelines, natürlich hatte Mutti das gemacht. Mein Mülleimer ist voll. Ich war sogar so krank, ja, dass ich, wie ich in Deutschland war, Dinge, die ich aufgebraucht hatte, neben an die Seite gestellt habe, weil ich die eigentlich mit zurücknehmen wollte. Jo, ich hatte dann aber so ein bisschen Kofferprobleme, Platzprobleme und hatte mir ja dann schon zweimal 20 Kilo Pakete zugeschickt, ja. Und ich hätte es doch ein bisschen krank gefunden, wenn ich da meinen Müll mit reingetan hätte und dafür dann 78 Euro bezahlt habe. Also es hat viele, viele, viele Dinge in der Zeit in Deutschland gegeben, die ich aufgebraucht habe. Ich habe zum Beispiel eine komplette Reihe von Rituals aufgebraucht. Ein Körperpeeling, eine Körperbutter und ein Duschschaum, ja. Und zwar aus dieser Jerry Blossom Reihe. Ihr wisst es, ganz große Liebe von mir, habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Ich habe mir nämlich auch nicht viel mitgenommen, weil ich einfach wusste, wenn ich mehr mitnehmen würde, würde ich es nicht aufbrauchen können. Ja, also das sind so Dinge, das habe ich aufgebraucht, habe ich nicht mitgenommen. Mein Silber Shampoo und Conditioner habe ich auch leer gemacht, habe ich auch nicht mehr mitgenommen. Fand ich aber super und werde ich mir bei meinem nächsten Friseurbesuch auch definitiv nachkaufen. Ich mache mir hier mal was zu trinken auf, Leute. Ja. Mutti hat übrigens neue Nägel. Was meint ihr? Jetzt werden viele schreien, boah, das sieht ja mal voll scheiße aus. Ich find's geil. Ja? Ist mal was anderes. Jo, was habe ich denn noch leer gemacht? Mein Naomi Campo Parfüm, das Naomi, das steht hier hinten nochmal. Ist auch nicht mehr so viel drin. Ich wollte es mir in Deutschland auch nachkaufen, weil ich das Parfüm liebe. Aber die ersten zwei Male war das Parfüm ausverkauft, wie ich beim DM war. Oder es nicht ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch im Sortiment gibt. Und wie ich dann die weiteren Male im DM war, habe ich gar nicht mehr geschaut. Ja, werde ich aber mal gucken. Online komme ich hier, glaube ich, dran. Und ist ein super schönes Parfüm. Es war eine ganze Zeit lang mein Signature-Duft. Ja, mein Alltagsduft. Man kann ihn aber auch wunderbar verwenden, wenn man abends weggeht, weil er ist schon sexy. Wartet, ich hole ihn euch mal. Die Flasche, ja, ne, sieht so ein bisschen aus wie ein Frauenspielzeug. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal mit meiner besten Freundin essen. Und sie hat mich noch irgendwas gefragt und ich hole meine Handtasche raus und stelle das so alles auf den Tisch. Und stell dann auch dieses Parfüm so auf den Tisch und sie reißt es weg und guckt mich nur mit ganz großen Augen an und meint so, das kannst du doch nicht einfach auf den Tisch stellen. Da habe ich sie angeguckt, total perplex, weil ich überhaupt nicht wusste, was sie meinte. Ja? Und ja, also es sieht so ein bisschen aus wie ein Frauenspielzeug, lassen wir es mal dahingestellt. Habe ich auf jeden Fall aufgebraucht in der großen Größe. Würde ich mir jederzeit nachkaufen. Ist wirklich ein wunderschöner, oh, warmer Duft. Ich liebe ihn. Also wenn ihr das nächste Mal im DM seid und ihr kennt ihn nicht, dann hängt da auf alle Fälle mal die Nase ran. Ich finde ihn echt toll und ich weiß auch, dass ich viele... Oh, ich glaube, vor 2 Jahren war das, wie ich von Deutschland zurückkam. Da habe ich mir nämlich Backups gekauft. Habe ich viele mit dem Duft angefixt. So, was habe ich denn noch aufgebraucht, was mir jetzt so direkt in den Kopf schießt? Ich habe 2 riesen Flop-Produkte gehabt und zwar einmal von Rituals dieses Deodorant. Ja, da habe ich sogar, glaube ich, noch ein Bild, das blende ich euch jetzt hier irgendwo ein. War für mich absoluter Flop, weil ich gestunken habe wie ein Iltis. Ja, widerlich. Der Duft aus dem, ja, wenn man das Deo aufgeschraubt hat, der war so schön, ein ganz warmer,
weicher, pudriger Duft. Aber in Kombination mit meinem Körper hat sich leider nicht vertragen, hat mich auch nicht geschützt. Würde ich also keine Kaufempfehlung, würde ich nicht nachkaufen. Ich habe es damals geschenkt bekommen, hatte mich sehr drauf gefreut, aber konnte ich nicht aufbrauchen. Und von CD hatte ich ein Gesichtswasser weggeschmissen. Also auch das habe ich nicht aufgebraucht, weil das bei mir geschäumt hat, was ich bei einem Gesichtswasser nicht mag. Ich habe nicht das Gefühl von Reinigung im Gesicht gehabt und ich habe davon Hautunreinheiten bekommen. Also das sind jetzt mal so die Produkte, die fallen mir jetzt so spontan ein, die ich aufgebraucht habe. Ich weiß, es waren noch ganz viele andere, ja, Nivea, Feuchttücher und meine komplette Ricarda-Gesichtsserie habe ich aufgebraucht. Ricarda M, meine riesen Cremedose, wo ja, was weiß ich, wie viel Milliliter drin waren, mein Augenserum, mein Gesichtsserum. Das sind alles Produkte, die waren mega, mega toll, habe ich super gut vertragen, waren auch sehr schön zu meiner Haut. Aber ich habe einfach so viele andere Dinge hier. Ja, würde ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier in den Staaten an Ricarda M drankommen würde. Das sind aber definitiv Produkte, die ich euch empfehlen kann, Schätzelein. Ja? So. Jetzt haben wir lang genug gequasselt, ohne dass ich euch was in die Kamera gehalten habe. Was ist denn hier eigentlich mit den Haaren los? Ah, spiegelverkehrt mal wieder. Ja, ich bin nicht mehr die Frischeste. Es ist schon sehr spät. Wir haben Montagabend. Und mein Mann ist jetzt gerade mit kleinen Mäuschen drüben bei den Nachbarn, mit denen ihrem kleinen Mäuschen, die sind am Spielen. Und ich hatte heute schon den Waschmaschinenmann hier, weil meine Waschmaschine war kaputt und war heute schon viel am Rumrennen, deswegen glänze ich wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, aber ihr liebt mich ja trotzdem, ne? Dicken Knutscher an euch. So, wir fangen an. Mit einer Schnabuliersache, wie soll es anders sein? Es handelt sich von Hershey's um diese Cookies and Cream Crunchers. Ich habe euch schon mehrere Male erzählt, dass ich von der amerikanischen Schokolade nichts halte. Ja? Also die Amis können viel. Chips, Käsekuchen, Duftkerzen. Aber Schokolade können sie nicht. Und Hershey's ist eigentlich eine Marke, die dunkle Schokolade, die finde ich widerlich. Aber die weiße Cookies and Cream, die finde ich so mega lecker. Und die haben jetzt hier eben solche, ja, solche kleinen Crunchers eben gemacht. Ne? Das sind noch so Crispy-Teile drin, dadurch ist es dann super knusprig. Und absolute Kaufempfehlung, wenn ihr da dran kommt. Aber Leute, Suchtgefahr, ja? Hier steht drauf, Serving Size, also da, bei den Amerikanern steht ja dann immer drauf, wie groß die Portionen sind und dann die Kalorien dazu. Serving per Container, also Portion pro einmal, 4,5 Stück und die Dinger sind aber nur so klein. Und die Scheißerchen haben gleich mal 200 Kalorien. Ja, also wenn ich mir das jetzt so überlege, habe ich mit Sicherheit 3000 Kalorien weggefuttert. Weil die Tüte war bei mir in einem Tag leer. Mega, mega lecker. Schon wieder nachgekauft, steht schon wieder unten. Jetzt, wo ich weiß, dass die Dinger 3000 Kalorien haben, werde ich ein bisschen vorsichtiger sein. So, dann heute Morgen leer gegangen und zwar von Balea. Regenbogendusche duftet nach Sternchen und Wölkchen. Hm? Also es ist wirklich ein sehr, sehr unaufdringlicher, weicher Duft. Ein bisschen süß, erinnert mich so ein bisschen an Zuckerwatte, aber ganz, ganz leicht. Musste ich mir auf jeden Fall in meinen Handseifenspender umfüllen, denn ich habe dieses Duschgel auf meiner Haut nicht vertragen. Ich hatte eine sehr, sehr lange Zeit überhaupt keine Probleme mit Balea, ja, wenn ich mich da eingeseift habe, wenn ich damit geduscht habe. Meine Haut war okay mittlerweile. Ich bekomme richtig, ja, so Pustelchen an den Beinen, an den Armen, im Dekolleté. Meine Haut ist mega trocken. Also wenn ich mich damit dusche, ist es Pflicht für mich, mich hinterher einzucremen. Weil sonst, ich stehe den ganzen Tag nur da und bin ja, an mir am Kratzen. So dass man meinen könnte, ich habe hier die Pest oder sonst was.
Also für die, die die Balea-Produkte, die Duschgele vertragen und die auf so ganz leichte Düfte stehen, ist es okay. Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das war ja eine Limited Edition. War auf jeden Fall eine schöne Verpackung. Ja, hier auch wieder mit, ist es Einhorn? Ja, momentan gibt es ja alles in Einhorn. Und war okay, ja, also vom Duft her. Aber wie gesagt, vertragen habe ich es halt nicht. Und deswegen habe ich es jetzt im Handseifenspender, weil ich mir nach dem Händewaschen sowieso immer die Hände eincreme. Und da geht's. So, ja, natürlich, kein aufgebraucht ohne Nivea-Produkt. Und zwar haben wir hier die Cremepflege-Waschcreme. Die fand ich so gut, dass ich die aufgeschnitten habe. Ja, also die ist leer. Ich liebe es, mich damit abzuschminken. Riecht original wie die blaue Nivea-Creme in der Dose. Und also ich nehme mir immer erstmal mit einem Feuchttuch so die erste Schicht ab und ja, wie groß? Eine Walnuss, würde ich sagen, ja? Und gebe mir das dann in die Hände und dann aufs Gesicht, auch schön auf die Augen. Was ich bei dem Produkt so toll finde, es fühlt sich so pflegend an und bei mir brennt nichts in den Augen und wenn ich dann mit einem Mikrofasertuch hinterhergehe, bei mir spannt nichts. Also ich müsste mich nicht mal eincremen, wenn ich nicht wollte. Aber das gehört einfach zu meiner Abendroutine dazu. Ich habe Backups, natürlich, durch meine Schätzeleins. Und ich meine, dass ich mir auch selbst eins gekauft habe, wie ich in Deutschland war. Ich werde in den nächsten Tagen hier dieses Paket mit euch aufpacken. Auspacken, ja. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Aber ich weiß, dass ich definitiv von ein oder zwei Schätzeleins diese Waschcreme geschenkt bekommen habe. Und ich habe noch ein Backup im Backup-Schrank und eins in Verwendung. Also ich bin momentan ausgerüstet. Weiterhin ganz, ganz große Empfehlung. Finde ich klasse. Dann heute Morgen leer gegangen mein geliebtes Rosenwasser von Rosense, wie ihr es auch nennen möchtet. Ich habe jetzt mein letztes Backup in Verwendung. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Morgens nach der Reinigung, ja, also ich nehme mir abends mein Gesicht ab. Von daher ist es bei mir morgens eigentlich mehr Katzenwäsche. Ich gehe mit ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann einfach Rosenwasser auf ein Wattepad und dann nochmal übers Gesicht. Es erfrischt die Haut, es macht bei mir so einen richtig schönen, rosigen Teint, hat bei mir auch schon viele Unreinheiten beseitigt. Ich finde es klasse. Der Duft ist wirklich Gewöhnungssache. Viele mögen ihn auch nicht. Und für mich ist es eine Mischung aus Rose mit Honig. Also am Anfang, ich fand den Geruch schrecklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich daran gewöhnen kann. Mittlerweile, ich liebe ihn. Finde, das ist ein ganz tolles Produkt oder eben auch, wenn ich eine Maske, ja zum Beispiel eine Feuchtigkeitsmaske, runtergenommen habe, gehe ich nochmal mit einem Wattepad und mit ein bisschen Rosenwasser hinterher. Ich wollte es mir auch in Deutschland nachkaufen, habe dann bei Douglas das gesehen und habe dann aber gehört, dass es das Produkt bei DM geben soll und viel günstiger. Ich habe es in denen DMs, in denen ich war, nicht gefunden und bin dann nicht mehr zum Douglas gekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch kein Backup gekauft. Ja, aber Gypsy Lines, wirklich, guckt euch das mal an. Ich meine, dass es so 14, 15 Euro kostet. Es ist wirklich gut. Also ich habe dadurch eine richtig schöne, rosige, strahlende Haut bekommen. Ist natürlich immer unique, ja, also nur weil bei mir jetzt was funktioniert, heißt es ja nicht, dass es bei euch funktioniert. Aber wenn ihr zum Beispiel auch mit trockenen Hautstellen zu kämpfen habt oder mit, klar, Akne und Pickel und so, ja, das jetzt vielleicht nicht, aber so ein paar Unreinheiten, probiert es mal aus, vielleicht funktioniert es für euch. Ich finde es auf jeden Fall klasse und würde es mir jederzeit nachkaufen. Dann Oldie But Goodie, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Herbal Essences, mein geliebtes Haarspray. Ganz, ganz tolles Haarspray. Große Liebe von mir. Jetzt aber abgelöst worden durch den Sprühkleber. Ist es Schwarzkopf?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir in Deutschland so ein kleines Fläschchen gekauft, weil ich das erstmal ausprobieren wollte. Denn die kleinen Fläschchen, die gibt es hier bei uns nicht und die großen, die sind extrem teuer. Ist mir aber egal. Ich habe das kleine jetzt in Verwendung und sobald es leer ist, werde ich mir die große Flasche nachkaufen. Ich finde dieses Haarspray spitzenmäßig. Ich mag den Duft, ich mag, was es mit den Haaren macht. Es ist ein mega fester Halt. Ohne die Haare so mega zu verkleben, ja, also das, was ich jetzt in Verwendung habe, ist ja aber auch egal, weil es handelt sich eigentlich um das Produkt, das habe ich ja aufgebraucht. Das ist wirklich ein super, super tolles Haarspray, kann ich mich nicht beschweren. Vom Duft, vom Halt, vom Ausbürsten, es macht einen schönen Glanz, es ist auch günstiger wie das in der gelben Flasche, dieser Sprühkleber, aber bei dem Gelben ist der Halt nochmal fester, ja. Aber der Duft, das ist wie ein Haarparfüm. Ich mag dieses Haarspray einfach. Das kriege ich nicht mehr zu. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, definitiv. So, dann habe ich Kerzen aufgebraucht. Natürlich. Einmal von Iceflower Nivea Creme. Ja, ich verlinke euch mal das Video, wie ich das Unboxing gemacht habe, weil ich habe ja von der lieben Miri Maus, einen ganz dicken Knutscher an dich, mein Schatz, damals eine riesen Box bekommen und wusste ja gar nicht, was da drin ist. Und sie hat mir auf jeden Fall von Iceflower ganz viele Wachsmelts zugeschickt. Und ich habe am Anfang noch gedacht, das ist ein Schreibfehler, ja, weil Nivea, aber nee, das ist einfach aus Rechtsgründen, dass man den Namen nicht verwenden darf. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das riecht original wie die blaue Nivea-Creme, ja. Also mein Mann weiß ja, wie ich rieche, wenn ich aus der Dusche komme und wie ich das erste Mal angemacht habe, er kam rein und guckt mich an und ich habe wirklich nicht ausgesehen, als ob ich gerade geduscht habe. Und er meint so, warst du duschen? Sieht gar nicht so aus. Habe ich gemeint, nein, das ist hier dieses Wachszeug. Also ich verlinke euch den Shop wieder unten in der Infobox oder schreibe ihn euch hier irgendwo hin. Nein, ich arbeite nicht mit denen zusammen. Ich bekomme da kein Geld dafür. Ich bin wirklich hin und weg von diesen Düften. Nicht von allen, ja, aber dieser Nivea-Duft, ganz, ganz große Liebe. Bin ich sehr froh, dass ich noch Backups habe, weil, ja, Nivea, Leute, wenn das Haus nach Nivea riecht, wie geil ist das denn bitte? So, und dann habe ich von Iceflower nochmal das Buttermilk Lemon Ice Cream aufgebraucht. Ein wunderschöner kuriger Zitronenduft. Mega, mega toll. Und die absolute Burner-Story dazu, passt auf. Ich habe letzte Woche für meine Nachbarin, sie wurde promoted, befördert und hat mich gefragt, ob ich für sie einen Kuchen backen kann, weil sie das dann einfach, ja, gehostet hat, ja, und sie ist jetzt nicht so der Knaller in der Küche und sie hatte auch keine Zeit. Nicht, dass ich jetzt der Knaller in der Küche bin, ne, also ich bin auch keine Koryphäe. Aber ich habe gedacht, ja komm, ich backe dir einen Kuchen. Habe sie dann noch gefragt, ob sie ein paar Brownies dazu haben will und war dann somit den ganzen Tag in der Küche gestanden und habe den ganzen Tag Kuchenduft in der Nase gehabt. Also das war so schlimm, dass es mir abends wirklich hier stand und mein Mann kam von der Arbeit und ich habe die Kleine geschnappt und wollte hoch, um sie zu wickeln und ich sag zu ihm, ich so, mach mal bitte eine Kerze an, mir ist der Kuchenduft zu arg, ja, ich brauche was Frisches. Jo, ich auf jeden Fall hoch, mit kleinen Mäuschen, die gewickelt und was man dazu sagen muss, diese Dinger, die schmelzen sofort, ja, die sind so intensiv und das komplette Haus riecht danach, dass wie ich mit Lauren fertig war und aus dem Zimmer rausgelaufen bin, habe ich noch gedacht, habe ich noch was im Ofen? Back ich hier noch was? Nein, ich bin also runtergekommen und mein Mann hatte sich dann für Buttermilk Lemon Ice Cream entschieden und somit hatte ich dann wieder einen Kuchenduft in der Nase. Es war natürlich etwas Frisches durch die Zitrone, aber es war doch schon sehr kuchig, ne? Es ist auf jeden Fall ein mega schöner Duft, wenn ihr auf, es riecht schon so ein bisschen wie die
Kinder-Kaufmannscreme, aber intensiver, ja, und noch so ein bisschen milchiger und kuriger, super schöner Duft. Wie gesagt, guckt euch diesen Shop auf alle Fälle mal an, wenn ihr auch so ein Kerzenjunkie seid wie ich. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Sachen. So, dann habe ich ein Deodorant aufgebraucht und zwar von Secret, das Clinical Strength Smooth Solid Powder Protection. Fand ich okay, aber ich mag die günstige Variante von Suave, das sagt ja jeder was anderes, mag ich viel, viel lieber. Der Duft, ja, er riecht schon pudrig, aber nicht so schön im Vergleich wie mein anderes. Und da das einfach $2-3 teurer ist, werde ich das nicht mehr nachkaufen. Es war okay, muss ich aber nicht nochmal haben. Das passiert so auf dieses Maximum Protection, Rexona bei euch, ja? Also auch Aluminiumsalze und, ne? Keine Diskussion, ich sag's immer wieder dazu. Auf meinem Kanal, es muss jeder wissen, was er für sich macht, was er sich ins Gesicht bollert, welche Produkte er verwendet, was ihr zu Mittag esst, ja? Ich kann euch immer nur meine Meinung sagen. Ich weiß, das mit dem Aluminiumsalzen, das ist weiterhin umstritten. Viele sagen ja, viele sagen nein. Ich brauche das, weil ich das einfach nicht mag, dieses Schwitzgefühl unter den Armen. Und deswegen werden solche Produkte weiterhin von mir gekauft. So, ja. Von The Body Shop meine Bodybutter aufgebraucht. Fuji Green Tea. Komplett leer genudelt. Es hat es mal in meine Favoriten geschafft, weil ich den Duft mega, mega schön fand, bevor er gekippt ist. Ja? Also da war noch ein bisschen was drin und ich habe die Creme bei mir unten im Schrank gehabt, habe sie nicht mit nach Deutschland genommen. Somit war die Creme jetzt also nochmal 5 Wochen bei mir im Schrank gestanden, was dazu geführt hat, dass es jetzt ganz dezent nach Rosette riecht mit Käsefuß. Nee, also wenn er gekippt ist, ist der Duft nicht schön. Wenn der Duft nicht gekippt ist, ist er mit einer der schönsten Düfte, die ich jemals hatte. Ein super schöner, frischer, sauberer Sommerduft. Die Creme hat mich mega gut gepflegt. Ich habe ganz weiche Haut gehabt. Sie ist jetzt nicht extrem schnell eingezogen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber sie ist eingezogen. Und durch das, dass es so eine Butter ist, hatte man dann noch so ein, ja, wie so ein Ölfilm auf der Haut, ja, der einfach dafür gesorgt hat, dass die Haut so schön geglänzt hat und gesund ausgesehen hat. Also es ist weiterhin eine ganz, ganz große Kaufempfehlung von mir. Guckt aber bitte, dass ihr die Produkte aufbraucht, bevor sie kippen, denn sonst habt ihr damit keine Freude. So, ja, dann habe ich Shebens war das, glaube ich. Ich kluges Kind habe da nämlich oben den Namen abgerissen. Eine Peel-Off-Maske, reinigt Poren tief, fand ich grottenschlecht. Ja, muss ich wirklich sagen, also ich hatte die vorher schon mal, fand die eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das hier ein Montagsprodukt war, ob das Produkt abgelaufen ist, keine Ahnung. Die ist bei mir nicht getrocknet, ich konnte sie nicht abziehen, egal wie lange ich sie draufgelassen habe. Und sie hat bei mir auch gebrannt. Fand ich nicht gut. Thermalwasser, Perlenextrakt, Früchte für alle Hauttypen, Hypoallergen, verfeinert das Hautbild, reduziert Talgablagerungen. Normalerweise gut, dieses Mal sehr schlecht. Vielleicht verändert sich auch gerade wieder meine Haut. Kann natürlich auch sein, dass ich deshalb drauf reagiert habe, aber dieses Mal war ich da überhaupt nicht mit zufrieden. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch etwas, wann ich das letzte Mal in die Kamera gehalten habe, weiß ich gar nicht, weil es kommt bei mir nicht mehr oft vor. Mutti war baden. Jo, so richtig, mit Wasser in die Badewanne, Glühwein dazu. Und da es arschkalt draußen war, habe ich mich für Dresdner Essenz Winterbad, Zimt, Nelken und Orange, entspannend und wohltuend entschieden. Und da ich ja so viele Badezusätze hatte,
Ich habe jetzt auch viel an meine Nachbarinnen abgegeben, einfach weil ich nicht wollte, dass die Dinger mir kaputt gehen. Auf jeden Fall habe ich mir zwei von diesen Sachets ins Wasser reingekippt und wie gerade eben schon erwähnt, ich hatte einen Glühwein dazu. Also ich habe es mir richtig chillig gemacht. Ja, also ich habe die Weihnachtsglocken läuten hören. Ja, Jetzelights. Das ist so ein schöner Weihnachtsduft, der mich einfach an Tee und an Kekse erinnert. Fand ich klasse. Fand ich wirklich, wirklich klasse. Es hat jetzt nicht extrem geschäumt, war mir dann aber egal. Ich habe noch irgendein Duschgel oder was, habe ich noch ein bisschen mit reingebollert, so dass ich ein bisschen Schaum hatte, weil Baden ohne Schaum ist wie chinesisch essen ohne Reis, ja. Und ja, ich habe wirklich 30 Minuten entspannt. Meinem Rücken ist es besser gegangen und ich habe den Duft noch lange auf meiner Haut gehabt. Ich habe mich hinterher nicht sofort eingecremt. Erst abends, wie ich dann ins Bett gegangen bin, dann hat die Haut ein bisschen angefangen zu spannen. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob es diese Sorte gerade gibt, weil es ist eine Limited Edition. Aber Winterbad, Zimt, Nelken und Orange kann ich wirklich empfehlen. Leute, haut euch in die Badewanne, Glühwein dazu, ja. Bleibt aber bitte bei den Nichtschwimmern, nicht, dass ihr mir noch ersauft. Und dann, Entspannung pur. Ein wirklich tolles Produkt, muss ich sagen, von Shebens, die Afrika-Maske, reinigt sanft, pflegt intensiv und schützt mit Schlamm, Baobaböl und Shea-Butter. Das ist dieses Gerät gewesen, waren also auch zwei Sachets, reinigt sanft mit Schlamm, spendet Feuchtigkeit, pflegt intensiv und schützt. Und ich muss euch sagen, meine Haut war wirklich sehr, sehr schlecht, wie ich von Deutschland zurückgekommen bin. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich bin dann auch wieder, was meine Produkte angegangen sind, back to the roots, zu Produkten, wo ich weiß, meine Haut reagiert nicht drauf. Es wurde trotzdem nicht besser. Und habe dann zwei Tage hintereinander, diese Maske aufgetragen und meiner Haut ging es wirklich besser. Ja? Also das waren so richtige trockene Stellen, die ich im Gesicht hatte, rot und haben gejuckt. Und also die war wirklich, wirklich gut. Ich werde auch mal meinen Maskenvorrat durchgehen, um zu schauen, ob ich da noch welche habe. Und die werde ich mir rauskramen und werde die jetzt in nächster Zeit ein bisschen häufiger verwenden, weil ich momentan wirklich trockene Haut habe. Ja, also gerade hier im Kinnbereich ist für mich was ganz Neues, denn normalerweise bin ich eine Mischhaut. Tendiere aber eher zu Öl. Dass ich trockene Hautstellen im Gesicht habe, gibt es ganz selten. Aber die Maske war wirklich spitze, muss ich echt sagen. So, dann habe ich von Mavala ein Trocknungsöl für die Nägel aufgetragen, genau. Das hatte ich damals von meiner lieben Marion, ich grüße dich, zugeschickt bekommen. Das kam hier mit so einem Pinselchen. Und nach dem Nägellackieren ist man dann mit diesem Pinselchen, mit diesem Öl einfach über die Fingernägel. Und das hat dafür gesorgt, dass die Nägel super schnell getrocknet sind. Also ich fand es wirklich, wirklich klasse. Würde ich es nachkaufen? Nein, weil ich weiß, wie viel es kostet. Das sind, glaube ich, zwischen 12 oder 15 Euro. Und das Trocknungsteile von P2, wartet mal. Ist es P2 oder ist es Essence? Kleinen Moment. Genau, von Essence Nail Art Express Dry Drops. Diese Dinger. Die tun genau das Gleiche, sind viel, viel günstiger und der einzigste Unterschied ist eben, dass dieses Teilchen mit einer Pipette kommt und macht aber genau das Gleiche. Ja, das Gleiche, dasselbe, oh Gott. So. Aber wie gesagt, ich fand es wirklich, wirklich gut. Ich fand den Preis einfach nur happig, ja, wie ich das mal gegoogelt habe, weil ich einfach schauen wollte, ob ich das hier bekomme. So. Dann absolute Liebe von mir, von Maybelline The Lash Sensational Luxurious Mascara. Habe ich euch, glaube ich, auch mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Das ist dieses Schätzchen, ja.
da habe ich euch erzählt, dass diese Mascara vom Auftrag her ist schon ein kleines Scheißerchen. Ne? Die ist schon ein bisschen zickig, hat am Anfang für mich wirklich eine lange Zeit gedauert, bis ich damit zurechtgekommen bin vom Auftrag, weil sie viel zu feucht war, viel zu viel Farbe abgegeben hat. Wie die dann aber mal die richtige Konsistenz hatte, Burner. Absoluter Oberknaller, werde ich mir nachkaufen. Maybelline gibt es bei uns ja auch. Und diese Mascara in Kombination mit der, in Kombination mit Essence, die absoluten Porno-Wimpern schlechthin. Ja, so sagt ihr das ja immer. Und ich habe bis jetzt noch keine Mascara-Kombination gefunden, die bei mir so schöne, geschwungene, schwarze, lange, voluminöse Wimpern gemacht hat, wie diese Mascara. Wirklich spitzenmäßig. Ich halte sie euch nochmal rein. Was die kostet, weiß ich nicht. Ich wollte sie mir dann auch in Deutschland mitnehmen, habe dann aber gedacht, nee, warum? Ich kann sie mir ja auch hier kaufen. Wäre ja dann Blödsinn gewesen. Aber die ist echt klasse. So, dann ein Produkt von Rituals. Und zwar einen Duft habe ich geleert, den ich mega schön fand. Oh, und diesen Duft habe ich so schnell geleert, weil ich davon ein Backup habe, ja? Ich lüge euch nicht an, wenn ich euch erzähle, dass jedes Mal, wenn ich diesen Duft drauf hatte, wurde ich drauf angesprochen und wurde gefragt, was für ein Parfum ich trage. Das heißt Nude A Marrakesh. Lest es selber. Ich versuche es lang genug in die Kamera zu halten und so, dass es euch nicht spiegelt. Es ist ein sehr, sehr eigener Duft. Ja, also auf den Duft stehen nicht viele, glaube ich. Es ist ein sehr, sehr schwerer und herber Duft. Könnte sogar fast schon ein Männerparfum sein, bin ich ganz ehrlich. Aber da kommt noch was raus. Jeder Tropfen zählt. Mmh. Oh, der ist so, so schön. Und ich freue mich auf meinen Backup, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, jetzt habe ich erstmal 2, 3 andere, die ich aufbrauchen möchte. Und ich habe ja auch neue Sachen in Deutschland gekauft. Aber das ist ein Burner-Teil. Ja, und auch so ein bisschen orientalisch und schwer. Also das ist jetzt für mich kein Duft, den ich im Sommer tragen würde. Nein. Und der war bei mir auch ruckzuck leer. Ne? Man hat zwar nicht viel gebraucht, so 2 Pumphübe. Hat lange gehalten. Aber ich habe den, glaube ich, 14 Tage durchgehend verwendet, weil ich mich so verliebt habe, wie ich ihn das erste Mal verwendet habe. Und dann wirklich durchgehend, bis er leer war. Und war dann auch ein bisschen traurig. Wobei ich ja dann gesehen habe, ne, Backup und so. Ja. Muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Große Liebe im Hause Make-up is my passion. Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Die grüne. Mit diesem Tannenbürstchen. Mit die beste Mascara für meine unteren Wimpern. Ich habe sie heute drauf. Ich komme mal ein bisschen zu euch hin. Ja, Lippenstift ist weg. Können wir auch nachziehen. Wo haben wir ihn? Von Revlon. Der ist übrigens auch bald aufgebraucht. So. Jetzt sind wir wieder frisch. Also das sind meine Wimpern heute. Und für die unteren Wimpern verwende ich immer diese Mascara. Finde ich grandios. Ganz, 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 ganz toll. Ganz große Kaufempfehlung für wenig Geld. Ich bin sehr froh, dass ich noch Backups habe, weil davon hätte ich mir definitiv welche in Deutschland gekauft. So, dann habt ihr in meinem, was war das denn? Ich bin wieder da, Haul Teil 1. Habt ihr gesehen, dass ich mir Maschinenentkalker gekauft habe? Und zwar von Denkmit. 3-in-1 entkalkt, reinigt, beseitigt Gerüche. Für alle Wasch- und Spülmaschinen. Und Leute, die finde ich mega gut. Finde ich mega, mega gut. Ich habe mir 2 Stück mitgenommen. Ich habe schon beide aufgebraucht. Ja, ich rieche jetzt nichts mehr. Wichtig ist, dass wenn ihr das aufschneidet, dass ihr das Pulver, was sich in dem Plastik befindet, mit dem Plastik in die
Spül- oder Waschmaschine reinlegt, ja. Ich hätte es damals so gemacht, ich hätte einfach das Pulver in die Waschmaschine reingebollert, Waschmaschine an und gut ist. Aber nein, man muss hinten drauf lesen und da steht dann so in die Waschmaschine und wenn der Waschvorgang dann beendet ist, rausholen und eure Maschine riecht wirklich wieder frisch und sauber. Und so viel Wäsche, wie ich immer habe, ja, mit Babywäsche und Militärwäsche und Tiere und ist es doch ganz gut, wenn man die Maschine hin und wieder mal entkalkt. Also gerade bei uns, wir haben sehr, sehr hartes Wasser mit viel Kalk und ich hätte mir mehr mitnehmen sollen, war jetzt aber vor 2 Tagen beim Walmart und habe jetzt auch so einen Maschinenreiniger gefunden. Und den habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Guck jetzt mal, wie der funktioniert. Aber der von Denkmit für 1,45 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Spitzenmäßig. Von Kaufmanns die Haut- und Kindercreme in der 75 Milliliter Variante. Ja, also weiterhin große Liebe. Das war jetzt die, die ich bei mir im Nachtschrank hatte. Für meine Ellenbogen, für meine Lippen, für meine Füße, für meine Schienbeine. Also wirklich ein Allrounder für alles. Mein Mann liebt die Creme. Ich habe sie zwischendurch auch mal für den Popo von Lauren verwendet. Da kommt mittlerweile aber nur noch Veleda. Ja, Veleda dran. Aber mein Mann und ich, wir verwenden diese Creme super, super gerne. Auch er, ja, für seine Füße oder wenn er abends dann ins Bett geht, er hat wirklich sehr, sehr raue Hände, dann cremt er sich die Hände sehr dick damit ein und manchmal macht er sogar Handschuhe drüber. Dürfte aber nicht weiter verraten. Und wenn er dann morgens aufwacht, dann sind die Hände wirklich sehr, sehr weich. Ja, also weiterhin große Liebe. Ich habe mir, glaube ich, 4 oder 5 Stück gekauft, wie ich in Deutschland war und habe dann aber auch noch viel von Schätzeleins geschenkt bekommen. Das seht ihr dann im Unboxing, Unpacking-Video. Es sind einige und ich glaube, für die nächsten 20 Jahre muss ich mir auch erstmal keine Gedanken machen, was hier die Kaufmanns Haut- und Kindercreme angeht. Dann habe ich, hoppala, schlüpfriges kleines Scheißerchen von Alverde. Fixierendes Spray habe ich aufgebraucht, fand ich ganz schlecht. Ich habe den Duft gehasst, ich habe das Finish in meinem Gesicht nicht gemocht, habe es dann irgendwann verwendet, um Pinsel anzufeuchten, ja, wenn ich mir Pigmente aufgetragen habe oder sonst was. Finde ich, kein gutes Produkt würde ich nicht nachkaufen, also selbst wenn ich die Chance hätte und bekommt von mir auch keine Kaufempfehlung. Von Reval de Loup habe ich die Kokos. Maske aufgebraucht, das kommt ja hier in diesem Tübchen, das sind 20 Milliliter enthalten, hat bei mir wirklich für, ich meine, 3 oder 4 Anwendungen gereicht. Auch dieses Tübchen habe ich angefangen zu verwenden, wie ich von Deutschland zurückkam. Kokos ist ja meistens sehr feuchtigkeitsspendend, wie gesagt, trockene Hautstellen und wenn ich dann eben diese African Maske nicht verwendet habe, dann habe ich mir diese Kokosteile hier drauf gebollert. Einwirken lassen, abgenommen mit ein bisschen Rosenwasser hinterher und die Haut hat schon wieder viel, viel besser ausgesehen. Ich habe von den Dingern auch noch 1 oder 2 Backups und ja, sollte ich dann wieder Probleme bekommen mit trockenen Hautstellen, werde ich die auf alle Fälle rausholen. Sie war echt gut. Und sie hat auch schön nach Kokos gerochen. Flop-Produkt wird aussortiert von Nivea, ein Duschmousse. Ja, wer hätte es gedacht, aber ich finde diesen Duft von diesem Duschmousse so schrecklich. Also, Nivea, was habt ihr euch da gedacht? Lemon Moringa, extra seidige Haut. Ja, das, Leute, ich kann hinterher eine Haut wie ein Babyarsch haben. Wenn ich brechen muss von dem Duft, bringt mir das auch nichts. Und der Duft ist bei mir Ewigkeiten auf der Haut geblieben. Also fand ich widerlich. Ich finde es so schlecht, dass ich es nicht mal zum Händewaschen verwende. Ja, so schlecht finde ich dieses Produkt. Also für alle die, die diesen Duft mögen, okay, ich für mich persönlich kann es mir nicht vorstellen, brauche ich nicht. So, dann das Duschgel zu der vorhin gezeigten Body Butter von The Body Shop, Fuji Green Tea.
Mega schöner Duft. Es ist auch noch ein bisschen was drin, sehe ich gerade. Ja, damit werde ich mir nachher vielleicht nochmal die Hände waschen. 250 Milliliter würde ich mir sofort nachkaufen. Das hier aus der Flasche. Ja, so hat es gerochen. Und nicht so wie die Butter vorhin. Mega schöner Duft. Liebe ich, ist auch ein schöner Unisex-Duft, ja, also mein Mann hatte sich das damals eigentlich gekauft, weil da eben auch das Parfum dabei war und das Parfum verwendet er, aber das Duschgel und die Body Butter eben nicht und das habe ich dann zu mir rüber, würde ich mir nachkaufen, definitiv, wenn ich nicht so viel Zeug hier hätte, guckt, wie gesagt, guckt es euch mal an. So. Balea Urea Fußcreme mit 10% Urea. Weiß ich nicht, wie oft ihr diese Creme bei mir schon gesehen habt. Ganz, ganz, ganz tolle Fußcreme. Die beste Fußcreme, die ich eigentlich jemals hatte. Und ich hatte schon sehr, sehr teure. Ich habe von Alessandro und... Oh, ich weiß gar nicht, ist die sogar vielleicht hier mit drin? Keine Fußcreme macht meine Fuzzi so weich wie dieses Teil. Kommt mit... 100 Millilitern kostet, glaube ich, um die 2 Euro, ja, ist kein Preis. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, ja, nach dem Duschen schön dick die Füße eincremen, Socken drüber und am nächsten Tag, man hat wieder Kuschelfüße. Naja, wer kuschelt denn schon mit Füßen? Also ich nicht. Wobei, ich hätte schöne Füße, ne? Also wenn jemand mit meinen Füßen kuscheln will, sagt er Bescheid. Nee, also Füße ist ja schon, muss nicht unbedingt, ne? Haben wir so ein paar Fußfetischisten unter uns? Komm, meldet euch mal zu Wort, ja. Eine Zusammenarbeit von Schatzi und mir, Dove Body Milk, reichhaltige Pflege für trockene Haut, langanhaltend geschmeidige Haut, mega schöner Duft, hat mein Mann angefangen zu verwenden, dann, was war denn dann? Ich weiß es gar nicht mehr, wieso hat er denn aufgehört, die zu verwenden? Oh, da ist sogar noch ein Tröpfchen drin. Oh, Leute. Also Dove macht auch schon schöne Düfte her, ne? Schöne Düfte her? Nee, Dove macht auch schon schöne Düfte. Doch, also das war wirklich eine tolle, tolle Creme, die meine Haut gut gepflegt hat. Warum Schatzi aufgehört hat, die zu verwenden, weiß ich gar nicht, weil ich weiß, dass er die sehr, sehr gemocht hat. Oder habe ich ihm die einfach nur gemopst, weil ich die dann haben wollte? Ich weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall klasse. Mit 400 Millilitern, spitzenmäßig, habe ich damals von meiner lieben Caro zugeschickt bekommen. Oh, und es ist halt einfach so ein schöner, sauberer Dove-Duft. Dann habe ich aufgebraucht Balea Body Lotion, große Gefühle mit dem Duft von Zitrone und Vanilleblüten. Hier genau das gleiche wie mit dem Duschgel vorhin. Ich habe es leider nicht vertragen. Ja? Also an den Armen besser wie an den Beinen. An den Beinen habe ich komplett Ausschlag bekommen, richtig rote Pusteln. Ich war nur noch am Kratzen. Ich habe mich sogar mal blutig gekratzt, weil meine Haut so gejuckt hat. Und habe sie dann irgendwann als Handcreme aufgebraucht, was ja dann Ewigkeiten gedauert hat. Vom Duft her muss ich sagen, echt schön. Ja, so ein bisschen, ja, Keks, Vanille, Zitrone. Aber Pflege gleich null. Ja, also auch was die Hände angeht. Innerhalb von 10 Minuten waren meine Hände wieder trocken und dann halt wieder hinterher und nochmal eingecremt. Und dadurch ist sie dann auch relativ schnell leer gegangen. Aber nee, brauche ich nicht nochmal. Von L'Oreal Voluminous Extra Black. Diese Mal 5 Mascara. Die sortiere ich jetzt aus, weil die bei mir einfach nichts macht. Ja? Die macht weder Volumen, noch Länge, noch Schwarz. Noch, die macht bei mir einfach null Effekt. Ich mag sie nicht und deswegen wird sie jetzt aussortiert. Dann habe ich von Olaf Olas meine Bürste wieder ausgetauscht. Ja, meine Gesichtsbürste, weil so alle zwei, ja,
spätestens 2,5 Monate mache ich das. Hier könnt ihr es wahrscheinlich gut erkennen. Die ist nicht mehr so sauber, wie sie mal war, klar. Weil wenn ich unter der Dusche bin, ja, und dann habe ich, ja, ich habe sogar oft vorher nicht mal mit einem Reinigungstuch oder was übers Gesicht gegangen und habe mir dann einfach nur mein Waschgel ins Gesicht, mein Reinigungsprodukt und bin dann mit der Bürste hinterher. Und da hat sich dann natürlich schon einiges angesammelt. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man Brunos und Emils bekommt. Weil wenn die Bürste nicht sauber ist, dann kann die das Gesicht auch nicht sauber machen. Aber weiterhin große, große Empfehlung von mir, eine Gesichtsbürste. Es muss nicht die von Olaf Olaf sein, ja, oder diese Clarisonic für 100, 150 Euro oder Dollar. Aber so eine Gesichtsbürste, die holt euch schon nochmal Dreck aus den Poren raus. Da kommt ihr mit einem Wattepad oder was gar nicht dran. Ich würde es ausprobieren. Flop. Nein, natürlich nicht, Schätzeleins. Ja, hallo, wisst ihr, auf welchem Kanal ihr seid. Nivea Scrub. Lest doch einfach, was draufsteht, Sandra. Pflegeduschpeeling. Genau, so, jetzt haben wir es auch noch hingekriegt. So, ich bin mal weg, kurz. Menschenskinder. Wie kann etwas so schön riechen und dann dieselbe Firma so einen Schrott rausbringen? Also, das ist mit einer der schönsten, saubersten Düfte, die es auf dieser Erde gibt. Also wirklich. Der Peeling-Effekt ist gut, ja, also es sind jetzt keine super groben Peeling-Partikel, ist aber okay für ein Drogerieprodukt, definitiv. Holt euch die Hautschüppchen runter. Zellulite natürlich nicht. Ja, also ich habe gerade letztens in einem YouTube-Video gesehen, da hat eine gesagt, ja, Peelings, die sind gut gegen Zellulite. Das kann schon sein, wenn das dann solche Peeling-Körner sind. Das, was hier drin ist, nee. Nehmt eure abgestorbenen Hautschüppchen ab, so an den Ellenbogen, an den Schienbeinen auch, ja, hinten am Popo ein bisschen, so dass ihr hinterher wieder eine schön gepflegte Haut habt. Und der Duft, wie gesagt, ist spitzenmäßig. Ich habe noch 3 Backups, worüber ich mich sehr freue. Und, oh, da kommt sogar noch ein bisschen was raus. Weiterhin ganz große Liebe bei mir. So, was haben wir hier denn noch alles? Ja, nochmal von Nivea ein Produkt. Nein, ich werde nicht gesponsert. Für alle die, die das denken, das ist nicht so. Ich liebe einfach nur die Produkte. 3-in-1 pflegende Reinigungstücher für Augen, Lippen und Gesicht. Hier haben wir jetzt aber mal die weiße Variante. Ich war sehr gespannt darauf, diese Packung auszuprobieren. Ich hatte die vorher noch nie. Und ihr wisst es, ich liebe die blauen. Die sind gut, aber bei weitem nicht so gut wie die blauen. Und deswegen würde ich euch sagen, probiert für euch, was eure Haut am besten tut, was eurer Haut am besten gefällt. Es hat das Make-up runtergeholt, ja, definitiv. Aber nicht so schön wie die blauen. Und bei den blauen habe ich hinterher auch ein richtig gepflegtes Gefühl im Gesicht. Fast schon so, als ob man Creme drauf hat, ja. Und das war hier nicht der Fall. Ist jetzt weder Kaufempfehlung noch Empfehlung. Müsst ihr für euch selbst rausfinden. Ich persönlich fand es jetzt einfach nur nicht so gut wie die blauen. Aber schön geduftet haben sie. Nicht so intensiv wie die blauen. So, dann habe ich nochmal Kerzen aufgebraucht. Und zwar von Essensi. Hatte ich auch mal von meiner lieben Caro zugeschickt. Und, oh, Leute, das war so ein geiler Duft. Es gibt ein Männerparfüm. Das riecht original so. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Wenn es mir einfällt, werde ich Schatzi dieses Parfüm kaufen, denn es riecht so, so schön. Das war auf jeden Fall die Geruchsrichtung By the Sea. Hier unten könnt ihr es sehen. Und da waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kleine Teilchen drin. Und das komplette Haus hat
frisch gerochen. Einfach nur frisch. Ja, mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Oh, also wo es Scentsy gibt, ich kann es euch nicht sagen. Solltet ihr da rankommen, by the sea, große Kaufempfehlung von mir, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen ist es auch schon aufgebraucht, weil ich habe, Leute, ich darf euch meine Kerzenabteilung gar nicht zeigen. Wir waren gestern Abend bei Walmart und wir sind komplett eskaliert. Bei der Kerzenabteilung. Ja, also auch bei diesen Wax-Melts-Teilen, die es ja bei Walmart gibt. Die kosten normalerweise 2 Dollar. Die waren jetzt runtergesetzt auf 1,50 Dollar. Und ich glaube, wir haben uns 30 Stück mitgenommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass Schatzi noch schlimmer war wie ich. Ja, weil ich hatte irgendwann 3 Stück in der Hand. Ich wollte halt sowas Keksiges und was Warmes. Irgendwas, was es halt so schön in den Winter reinpasst. Ja, und mein Mann kommt um die Ecke und hat so einen Stapel. Er sagt, hallo, brennst du? Er sagt, wann soll man das alles verwenden? Und dann meint er, wird ja nicht schlecht. Hat er recht. Und für 1,50 Dollar? Ja, also ich habe jetzt die ganzen Teile von Walmart, plus noch die Teile von Ice Flower, plus noch das darf man keinem erzählen, wirklich nicht. Und jetzt sagt bloß nicht, ihr wollt ein Video, Leute, weil das dauert 4 Stunden. Das kann ich nicht. Nivea, Überraschung, Cremecare, Cremedusche. Oh, das sieht aber schon ganz schön verranzt aus. Ja, ich weiß, andere YouTuber, die würden jetzt... Ich halte es mal ein bisschen weg, das sieht nicht mehr so schön aus. Nee, so sieht's aus, Schätzeleins. Genau so. Was soll ich sagen? Liebe, ja? Ein original blauer Nivea-Duft mit einem Duschpuffel. Es schäumt, das ist der Wahnsinn. Es pflegt die Haut so, dass ich mich nicht eincremen müsste, wenn ich nicht wollte. Aber natürlich wird da hinterher dann auch die Nivea-Creme drauf gebollert, ist klar. Dann sofort angezogen, sodass die Kleider eben auch den Geruch annehmen. Und dann riecht man den ganzen Tag nach Nivea. Hallo? Was gibt's Geileres? Spitze. Na? Nivea Duschschaum, Seidenmousse, Cream Care. Fantastisch. Absolut fantastisch. Und Leute, soll ich euch was sagen? Ich habe es bei Walmart gesehen. Ich weiß nicht, ob es so riecht wie die deutsche Variante. Es kostet, ich glaube, knapp 6 Dollar. Wenn ich meine Backups aufgebraucht habe, werde ich es mir definitiv nachkaufen. In der Hoffnung, dass es genauso riecht wie die deutsche Variante. Wenn nicht, beiße ich mir in den Puppes. Aber Nivea Seidenmousse, Brüller. Ich liebe dieses Zeug. Es ist der Wahnsinn, wie ergiebig diese Pulle war. Ich habe mich damit rasiert. Ich habe keine Pickelchen bekommen, keine Rötungen, kein Nichts. Ja? Und dieser Duft. Oh mein Gott. Muss ich glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder? Und wenn doch, dann seid ihr neu auf dem Kanal. Weil Stammschätzeleins, die wissen, Nivea und ich, wir sind eigentlich so. Außer man macht da so eine Lemon-Moringa-Scheiße. Dann nicht. So, dann, ja, von Catrice, Rock Couture, 24 Hours, extreme Volumen-Mascara. Leute. Das war vielleicht ein Schrott, kann ich euch sagen. Also auch diese Mascara hat bei meinen Wimpern nichts, aber auch gar nichts gemacht. Fand ich ganz, ganz schlecht. Habe ich jetzt aussortiert. Braucht man nicht. Ein dekoratives Produkt ist leer gegangen. Und zwar von Wet n Wild. Mein geliebter, wo stehst du auf Englisch? Genau, Moisturizing Lip Color. Das ist also so ein Pflegebalsam gewesen mit Farbe. Ja, das war so ein richtig schöner Nude-Ton. Habt ihr oft in meinen Videos gesehen. Ah, ja, seht ihr? Ah, wenn ich mir jetzt das auftrage, kratzt das Plastik an meinen Lippen. Hätte ich jetzt nicht so viele Pflegestifte und Nude-Gedöns, würde ich ihn mir definitiv nachkaufen. Ja, weil es ist ein mega unkomplizierter
Lippenbalsam, der einfach noch so einen schönen Nude-Ton abgibt. Und ich fand ihn spitze. Das ist die Farbe 129, Nudist Colony. Halte ich euch auch mal rein. Ganz toll. Ich habe viele pflegende Produkte, viele Nude-Sachen und dass ich eben eins aufgebraucht habe, das zeigt euch, dass ich es wirklich gut fand. So, dann habe ich von Eisflower Lindenblütentee. Das war ja auch der absolute Spitzenknaller, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich rieche jetzt leider nichts mehr, aber mein Haus hat wirklich nach Tee gerochen. Ich habe richtig Lust auf einen Tee bekommen, habe ich mir dann sogar gemacht. Auch wieder hier, sehr intensiv, sehr schöner Duft, spitzenmäßig. Guckt euch diese Teile wirklich mal an. Und man muss ja auch dazu sagen, dass, ich folge denen ja auch auf Instagram, das sind ja richtige Kunstwerke, die da hergestellt werden, ja. Die sind ja wirklich zu schön, um die abzubrechen, um die dann in so ein Öllämpchen reinzulegen. Aber auf der anderen Seite, die Düfte, die die machen, die sind so schön. Eisflower, wie sieht's denn aus? Sollen wir mal hier zusammenarbeiten? Hä? Dann kriege ich nämlich immer die neuesten Düfte. Oh, und was haben wir hier? Ha, nochmal Nivea Cream. Habe ich schon gesagt, dass das gut riecht. Dann habe ich mir von, nicht mir, ich habe von MAC Ice Touch Woman die Bodylotion aufgebraucht. Genau, das Duschgel hatte ich schon mal aufgebraucht. Die Bodylotion habe ich jetzt vor längerer Zeit schon vor Deutschland aufgebraucht. Und wie ich in Deutschland war, habe ich die Nase an den Duft gehalten, weil ich den Duft als Bodylotion und als Duschgel wirklich, wirklich toll fand. Ja, das war so ein richtig schöner, frischer, aquatischer Sommerduft und habe mir gedacht, oh, für nächstes Jahr nimmst du dir den Duft mit. Nee, also ich brauche den nicht. Der hat so muffig auf meiner Haut gerochen. Nee, habe ich mir gedacht. Also da war ich echt froh, ja, dass ich da die Nase rangehalten habe, weil hier, ich finde, es ist selten, dass ein Duschgel und eine Bodylotion besser riecht als das Parfum. Oder? Doch, also finde ich schon, dass es selten ist. Also braucht man nicht. Dann habe ich von Reval de Loup Aktivkohle-Tuchmaske Black Detox, dieses Teilchen, aufgebraucht. Fand ich auch wirklich gut. War das die? Nee, ich glaube, das war die, die ich nicht gut fand. Die nämlich nicht im Gesicht gehalten hat und die von den Löchern her total komisch war. Ich meine, das war die. Das habt ihr sogar in irgendeinem Video gesehen. Ja, dann sage ich jetzt zu dem Produkt mal nichts, weil da bin ich mir gerade nicht sicher. Und dann natürlich meine geliebten Balea Antifalten Augenpads Q10. Ja, das sind ja diese Gel-Patchies, die ihr euch unter die Augen legt. Weiterhin finde ich spitzenmäßig. Finde ich wirklich gut. Also gegen Altersfältchen weiß ich jetzt nicht, ob die helfen. Ja, aber gerade gegen Feuchtigkeitsfältchen, wenn man es vielleicht zu viel getrunken hat, Trockenheitsfältchen, wenn man zu wenig getrunken hat und wenn es dann alles so krisselig aussieht, da helfen diese Teile auf alle Fälle, muss ich sagen. Da kommen 6x2 Pads, kosten zwischen 3 und 4 Euro. Ich habe mir auch eine Packung mitgenommen, glaube ich. Weiß ich jetzt aber nicht, ob es in dem Paket oder im anderen Paket. Aber die finde ich wirklich gut. Ich müsste sie nur mal regelmäßiger anwenden. Also ich mache das dann so einmal in der Woche und dann wieder 3 Wochen gar nicht und dann wieder 2-mal hintereinander. Aber wenn man die, glaube ich, regelmäßig anwenden würde, so 2-mal die Woche, dann hat man da definitiv einen Effekt. So, und dann noch ein absolutes Flop-Produkt und zwar von Essence, das Eyebrow Gel Color and Shape. Das ist dieses Teilchen. Das hatte ich auch mal von meiner lieben Caro zugeschickt bekommen. Das ist die Farbe 01 Brown. Und ich war
so verliebt, ja, wie ich gesehen habe, oh geil, und das war gerade in dieser Zeit, wie ja jeder diese Anastasia Deep Brow Pomade in die Kamera gehalten hat. Und auch von der Farbe her, ja, richtig schön, so ein richtig aschiger Ton. Mache ich euch mal ein Swatch. Ja gut, das war jetzt natürlich ein bisschen dick geswatcht, aber es ist wirklich ein schöner, aschiger Ton. Problem ist nur, dass das bei mir auf der Haut null Farbe abgibt, sondern nur an den Härchen, ja. Und mir geht es ja aber darum, dass ich das dann komplett durchziehe, von vorne bis hinten. Und meine Problemstelle ist ja hier vorne, dass ich da keine Haare habe, ja. Aber auf der Haut, es hat bei mir keine Farbe abgegeben, egal mit welchem Pinsel ich es probiert habe. Die Stellen, an denen ich dann Haare hatte, habe, waren dann richtig dunkel und es hat auch gut ausgesehen und man hat auch gemerkt von der Haltbarkeit, das Zeug wäre echt gut, aber ich habe es nicht auf meine Haut bekommen. Egal, ob ich mit Primer, ohne Primer, vorher abgepudert, ja, mit Foundation, ohne Foundation, den Pinsel, den, nix. Das Ding wird jetzt entsorgt, ja, ich habe es wirklich ein paar Mal probiert. Ich komme damit nicht klar. Sehr, sehr schade. Und dann habe ich noch von Garnier wahre Schätze, sanfte Hafermilch. Diese Kur habe ich aufgebraucht. Und Leute, ohne Scheiß. Hätte ich nicht so viel Shampoos zu Hause und Conditioner und ich habe mir sogar ein Silbershampoo plus Conditioner bei DM gekauft. Ist natürlich mal wieder in irgendeinem Paket, ja. Hätte ich nicht so viel Zeug, würde ich mir oder hätte ich mir das gekauft. Wirklich. Das ist so ein schöner, weicher, pudriger Duft. Das ist... Ja, ich bin eine kleine Prumpfsau. Mega. Wirklich. Also ich habe dieses sanfte Hafermilch jetzt schon so oft in Videos gesehen und viele haben... Also das splittet sich so wieder, ja. Viele sagen, mega geil. Viele sagen, kannst du machen, ist halt scheiße, ja. Aber ich gehöre zu der Fraktion, ist mega geil. Doch. Kannst du machen, ist halt scheiße. Nee. Kannst du machen, ist halt kacke. Ist übrigens mein neuer Lieblingsspruch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hinten ist auch eine Karte, da oben, von meiner lieben Sarah Woodgreen. Ich grüße dich, mein Schatz. Kannst du machen, ist halt kacke. Ne? Ich finde diesen Spruch so geil, dass ich sogar fast am Überlegen bin, mir den hier auf den Arm tätowieren zu lassen. Ja, weil du musst es dann halt noch richtig dazu sagen. So, kannst du machen, ist halt kacke. Ich könnte, wirklich, ich feiere mich da sowas von weg, wie ich das auf ihr, auf Woodys Insta, war das Instagram? Instagram? Ja, doch, auf ihrem Instagram-Kanal gesehen habe. Da hat sie, glaube ich, diese Karte gepostet. Ich habe so lachen müssen. Und das habe ich ihr dann erzählt, wie ich in Deutschland war. Und daraufhin hat sie mir dann eben diese Karte geschickt. Oder sie hatte sie sogar für mich und hat aber vergessen, sie mir in Deutschland dann zu geben. Und deswegen steht die da hinten, weil das ist momentan, das ist mein Motto. Kannst du machen. Ist halt kacke. Finde ich geil. So, meine Lieben, das war's. War einiges, oder? Wie lange sind wir dabei? Oh ja, 1 Stunde 5 Minuten. Na, dann hat sich's doch gelohnt. Müllbeutel ist voll. Ups. So, genau. Hab ich vorhin überhaupt meinen Mülleimer in die Kamera gehalten? Wenn nicht, kann ich nachher gar keinen Screenshot machen. So, wartet mal. Müssen wir das jetzt machen. Machen wir das jetzt ganz professionell, so dass da was raushängt. Wartet mal. Müssen wir nochmal die Lippen nachziehen, dass das auch alles frisch aussieht. Auf dem Screenshot. So. Und dann. Hat man jetzt das gesehen? Ja, ne? Das müsste funktionieren. Ja, das seht ihr mal, ihr habt vorhin wieder nicht aufgepasst, Schätzelein. Hättet ja sagen können, Sandra, du musst doch erstmal hier Mülleimer ins Loch halten und dann kannst du nachher Screenshot machen. Habt ihr ja nicht gemacht.
So, meine Lieben, das war's. Es geht weiter mit Pakete. Ich weiß, da warten viele drauf. Ich weiß. Ich habe aber einfach noch nicht so die Muße gehabt, weil es ist ja dann nicht nur alles aus dem Paket raus. Nein, man muss ja dann für alles einen Platz finden und es muss dann weggeräumt werden. Und dann räume ich da was rein und dann habe ich da keinen Platz. Und dann denke ich, ach nee, komm, dann kannst du auch noch schnell umstellen. Aus dem Schnell wird bei mir dann immer ein 3-Tages-Programm, ja. Weil dann räume ich das rum und dann, oh, dann kann man hier auch noch schnell rauswischen. Und oh, dann räume ich das dann da rein und oh. Seht ihr, das ist ein Prozess, Schätzeleicht. Das geht nicht so. Zack, zack, zack. Habe ich euch schon meine Nägel gezeigt? Geil, oder? Ich finde die cool. Und so ein bisschen sehe ich aus wie Rod Stewart, ne? So ein bisschen in die Steckdose gefasst. Ich muss die Woche auch unbedingt zum Friseur wieder ein bisschen nachfärben lassen und definitiv nachschneiden, weil das ist ja ein Zustand. Ich habe Bubblewasser getrunken, merkt ihr das? Ich komme gar nicht raus. Nee, aber jetzt ist gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was könnt ihr mir denn heute in die Kommentare schreiben? Das letzte Mal war es ja Blasenpflaster. Ihr wart zu geil. Also wirklich. Vielen, vielen Dank übrigens für die riesen Resonanz in den letzten Videos. Ihr seid wirklich der Oberklatscher schlechthin. Mega dicken Knutscher an euch. Ich weiß gar nicht, was ich zu meiner Community sagen soll, außer I love you guys. So. Und weil ihr jetzt in den letzten Videos so fleißig wart, müsst ihr heute nichts in die Kommentare schreiben, wenn ihr keinen Bock habt. Beim nächsten Mal dann aber wieder, ne? Wisst ihr Bescheid. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach und hoffe, ihr habt somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!